Bei erfolgreichen Menschen denken wir immer, die haben es so leicht. Die schaffen das, die haben immer gute Ideen. Die haben nur eine Fähigkeit, Frustrationstoleranz. Vielleicht hast du schon mal diesen Satz gehört, scheiter dich erfolgreich. Es gibt eine Untersuchung. Man hat mal Ratten genommen, und zwar eine Gruppe Erfolgsratten, das waren die A-Ratten, und die Nerdratten, die hatten nicht so viel Erfolg, das waren die B-Ratten. Und die hatten zwei Futterstellen, Futterstelle 1 und Futterstelle 2. Dann hat man 1000 Lerndurchgänge gemacht. Die A-Ratte, die Erfolgsratte, hatte immer Erfolg bei Futterstelle 1 und immer Erfolg bei Futterstelle 2. Die Nerdratte, die B-Ratte, hat mal bei Futterstelle 1 nichts gefunden, mal bei Futterstelle 2 nichts gefunden. Die hatte Misserfolg. Nach 1000 Durchgängen hat man bei der A-Ratte, bei der Erfolgsratte, einmal an Futterstelle 1 kein Futter gelegt. Diese Ratte ist nie weitergelaufen zu Futterstelle 2. Bei der Nerdratte konntest du 100 Durchgänge an Futterstelle 1 nichts hinlegen. Sie hat immer geguckt, ob bei 2 was ist. Sie hat Frustrationstoleranz gelernt, und das brauchen wir für Erfolg. Und dann, wenn du diese Frustrationstoleranz nämlich hast, hast du auch die Fähigkeit, Lösungen zu suchen. Und das ist das Erfolgsgeheimnis.